Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Fayfarm. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen gefarmt und gemacht. Mittlerweile sind auch meine Tränke wieder hier leer. Ich habe auf jeden Fall alles schon für die Quest zusammen, bis auf die Bärenmarmelade. Und da fehlt mir nämlich auch noch dieser Küchentisch oder was auch immer das war. Und den möchte ich jetzt mit euch mal aufstellen. Und zwar dieses Ding hier. Da brauche ich allerdings noch 2 Eichenbauholz dafür. Die müssen wir natürlich hier herstellen. Eichenbauholz hier. Und zwar 2 Stück brauchen wir da. Lassen wir gleich einmal fertigen. Und ich würde sagen, dass wir auch gleich noch hier das alte Baumholz hier durchlaufen lassen, weil das werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Und dann müssen wir auch noch ein wenig farmen dafür. Ich mache jetzt halt hier mal nur 5. Was haben wir hier? Flatterbaumstamm, habe ich einiges. Machen wir mal hier 10 Stück. Und hier machen wir auch mal 10 Stück, würde ich sagen. So, dann lassen wir das mal durchlaufen. Und der Eichenbauholz, genau. Wenn das fertig ist, dann stellen wir diese Küchendingsbums her, weil wir brauchen unbedingt die Bärenmarmelade. Ja, ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen schneller läuft, aber geht halt nicht. So, hier haben wir 2 Sachen fertig. Das heißt, ich kann vielleicht schon mal gleich wieder 2 Stück neu reinschmeißen. Das passt. Kann ich hier irgendwas herstellen? Nein, da kann ich nichts herstellen. Hier bräuchte ich unbedingt noch das Sporenkraut. Und Frostrüben muss ich unbedingt noch anbauen. Also ich denke mal, dass ich die entweder im Feenreich anbauen kann oder dann eben in der kalten Ecke, weil ich vermute mal, dass man da oben, weil es ist ja doch noch einiges hier, dass wir da oben auch ein Häuschen kriegen. Also zumindest schaut es danach aus, würde ich jetzt mal behaupten. So, wir können, während das läuft, mal ganz kurz zu Pyria gehen. Vielleicht kann ich bei ihr noch irgendwie einen Fortschritt erreichen. Bleib da. Ah, da steht sie ja. Hallöchen. Ja. Also man sieht jetzt keine Herzen mehr bei ihr, ne? Märchenfee. Okay, Aufgabe. Welche brauchst du denn? Blaue Krabben. Okay, schauen wir mal, ob ich eine blaue Krabbe habe. Blaue Krabbe. Es könnte durchaus sein, dass ich eine habe. Tierchen? Hier. Nee, das ist eine Schneekrabbe. Habe ich eine blaue Krabbe? Nee, ich habe gar keine blaue Krabbe. Okay, das sind wahrscheinlich solche hier, ne? Nee, das sind die Buddies. Nee, das sind die einzigen Krabben, die ich habe. Und das sind nur die Schneekrabben. Okay, nee, dann kann ich dir leider nicht damit dienen. Tut mir leid. So, haben wir die schon? Nein, aber der ist gleich fertig. Dann warten wir mal die 2-3 Sekunden hier noch. Ich möchte unbedingt diesen Tisch bauen und bin mal gespannt, was wir dann noch alles herstellen können an dem Tisch. Und? Dankeschön. So. Einmal auf C, einmal nochmal auf C. Küchentisch. Weil den habe ich noch nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich den will. Den stelle ich dann hiermit her. Gegenstand drehen mit der 1. Eigentlich total egal, wo ich das Ding hinstelle. Ne? So. Okay. Milch. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier die Bärenmarmelade herstellen. Ah, hier. Gemischte Beeren, um eine Bärenmarmelade zuzubereiten. Und da braucht man 30 dafür. Na gut. Und wir brauchen, glaube ich, keine Ahnung, 5. Wie viel brauchen wir? Ich muss noch mal reingucken in die Quest. Ne, das hat schon gepasst hier. 5-mal Bärenmarmelade brauchen wir da. Okay, dann gucken wir mal, ob ich hier schon irgendwas vorbereitet habe. Gemischte Beeren, geschnittenes Gemüse. Bärenmarmelade, wie viel können wir jetzt machen? 3 Stück können wir machen. Ne, wir können mehr machen. Ja, dann komm, machen wir gleich hier den ganzen Schwung voll.
Eingelegtes Gemüse könnten wir auch gleich mal herstellen. Ja, da geht nur bis 75. So. Was können wir hier machen? Honigwaben, um einen Bienenwachs zuzubereiten. Machen wir halt mal. Muss ja auch mal sein, ne? Für einen Lutscher. Okay. Machen wir halt einmal Lutscher. Was können wir hier machen? Eingelegtes Blattgemüse. Machen wir halt die zweimal. Ein Nussmus herstellen. Eingelegte Meeresfrüchte. Mayonnaise haben wir auch noch nicht gemacht. Machen wir auch gleich mal alles, was geht. So. Oh, habe ich da unendlich viele Eier oder was? Ach so, nee, es geht nichts mehr. Okay, es geht nichts mehr, das Bienenwachs. Hier, was haben wir da noch? Trockenpilze. Dann schmeißen wir die jetzt mal mit rein und auf den leeren Platz. Ja, die brauchen eine Zeit lang. Da ist ganz gut. Ich denke, dass das bis zum nächsten Tag dann auch hoffentlich durchgelaufen ist. So, hier noch ein paar Sachen einsammeln. Ansonsten noch eine Schnecke. Einen Flatterli. Das war's. Da brauche ich gar nicht mehr nachgucken. Ernten kann ich hier auch noch nichts. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt dann da rumstehe. Und wegen der einen Stunde ist es ja dann auch Wurst. Ja, bitte. Neue Aufgaben verfügbar und neue Post von Holly. Dann schauen wir mal, was Holly uns geschrieben hat. So, Samen- und Bodenfest. Das Samen- und Bodenfest drückt näher. Hallo, auf dem Samen- und Bodenfest sind alle herzlich willkommen. Wir werden uns prächtig amüsieren, aber könntest du mir vielleicht ein wenig zur Hand gehen? Komm zu mir und ich erzähle dir mehr von meinen Anbauplänen. Holly, die Samenverkäuferin. Okay, schauen wir mal. Holly, die Samenverkäuferin, die ist ja dann hier, ne? Holly? Moment, wir schauen gleich mal, ob wir hier die... Ja, alles fertig, wunderbar. So mag ich das. Was ist hier fertig? Auch ein paar Sachen. Ja, die brauche ich jetzt aber nicht rausnehmen. Das passt schon. Gehen wir mal zu Holly. Oh, Schneckis. Schauen wir mal, was sie hat. Hallo, sammelst du Rezepte? Ich liebe es, neue Gerichte auszuprobieren. Aufgabe. Hi, Nebenaufgabe ist es dann. Hallo, bist du bereit, dir die Hände auf dem Samen- und Bodenfest mit Erde schmutzig zu machen? Du weißt nicht, wovon die Rede ist. Das ist das lustigste und fruchtbarste Fest im ganzen azorianischen Jahr. Und das sage ich nicht nur, weil es mein Lieblingsfest ist. Möchtest du mit anpacken? Ich könnte Hilfe gebrauchen, um die Sachen für die Feierlichkeiten vorzubereiten. Okay, ernte 12 Feldfrüchte. Belohnung sind 12 Kürbissamen. Alles klar. Das ist die richtige Einstellung. Mit deiner Hilfe wird das Samen- und Bodenfest ein Erfolg. Ärmel hoch und los. So, und was ist die Jobaufgabe? Achso, das sind dann diese Gemüseanbauzeugs. Das mache ich jetzt aber nicht. Wir kümmern uns... Na gut, Feldfrüchte, die kann ich ja sowieso ernten. Bei Gelegenheit. Ja, dann haben wir ja... Oh, dann haben wir ja alles. Oh, dann habe ich ja die Quest schon auch gleich abgeschlossen, ne? Müssen wir bloß das Zeug hier pflücken? Ich meine, ich mag ja den Regen überhaupt nicht, aber ich bin immer froh, dann muss ich nur gießen. Kann ich meine Magie sinnvoller einsetzen? Ah, da ist nichts gewachsen. Der braucht noch einen Tag länger. So, was haben wir hier? Nichts weiter. So, nur noch die hier.
So, die Blumen lasse ich, wie sie sind. Dann müsste doch jetzt die Aufgabe abgeschlossen sein, oder? Genau. Dann gehen wir doch gleich nochmal zu Holly. Oh, da wächst ein Bäumchen. Was bist du? Ein Apfelbaum. Nochmal. Und hier? Auch ein Apfelbaum. Warum nur Apfelbäume? Das hier ist nämlich auch ein Apfelbaum. Lass mich durch. So, da mal das Zeug noch sammeln. Gut. Schnecken kommen halt hauptsächlich, wenn es regnet, ne? Jedes Tierchen mag was anderes. Vom Wetter her. So, Aufgabe abschließen. Ah, da bist du ja. Nebenaufgabe, Kürbissamen mal 12, Aufgabe verfügbar. Das ging aber schnell. Hi. So, schauen wir gleich nochmal. Oh, ich habe die allerbesten Ideen. Koche doch mit diesen Feldfrüchten ein paar leckere Mahlzeiten. Zeige Holly herzhafter Salat. 10-mal. Wow. 10-mal herzhaften Salat. Herzhaften Salat. Kann ich den herstellen? Ich glaube schon. Wenn ich den jetzt sogar habe. Karamell, herzhafter Salat, sämiger Gemüseeintopf. Gott, man muss immer alles durchgehen, weil ich erkenne das nicht. Kann ich aber wahrscheinlich gerade nicht machen, weil ich schon alles verballert habe, ne? Wildsalat, herzhafter Salat. Okay, wir brauchen frisches Blattgemüse und gewürfelte Wurzeln. So. Frisches Blattgemüse. Warte mal, wir machen 58. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen was drin. Nochmal Blattgemüse. Dann machen wir 20. Da kann man auch Blattgemüse machen. Blattgemüse, Beeren, gemischte Beeren. Machen wir mal hier 8 Stück. Gemischte Beeren. Warte mal, wie viel von 65? Machen wir nur mal 15. Dann, was war es noch? Gehackte Nüsse oder was war das noch? Ich habe es vergessen. Gewürfelte Wurzeln. Gewürfelte Wurzeln. Ist bestimmt da unten irgendwo. Butter. Warum ist es so laut? Gewürfelte Wurzeln. Ah, hier, gewürfelte Wurzeln. Okay, dann warte mal, dann machen wir hier auch 10 Stück mal. Bei den Kartoffeln habe ich leider nicht so viele. Das war's dann, ne? Gewürfelte Wurzel machen wir da mal 2 noch. Geschnittenes Gemüse sind wir dann hier schon. Okay. Ja, macht mal hinne. Ich brauche. So, und? Passt. Hoffe ich. So, herzhafter Salat, ne? 10 Stück soll ich da machen. Das sollte hinhauen. 11 könnte ich machen. Wir machen natürlich die 10, die wir brauchen. Wunderbar. So, dann können wir in der Zwischenzeit, während das durchläuft, mal nach oben gehen. Und Grell dann gleich mal die Sachen bringen, die wir zumindest jetzt schon haben. Ich hoffe, ich habe wirklich alles. Und auf dem Weg natürlich wieder sammeln, wissen wir. Oh, ich hasse es. Komm her! Los! Ja, dich lasse ich jetzt erst einmal weghuschen. Das ist immer am besten bei denen. So, die da muss ich wieder pflücken, sofern es geht. Rucksack voll.
Okay. Lass uns zur Grill hoch. Dann lassen wir die Sachen jetzt halt eben liegen. Oh, falscher Weg. So, das sehen wir auch schon. Oder? Doch da. Da, wo die Flammen sind. Ja, Servusle. So, wir schmeißen mal rein. Polierter Saphir, dreimal. Dann die Bärenmarmelade, 5 Stück. 5. Ach nee, 10 Flatterstaub. Ist in Ordnung. Das wählt ja mal automatisch das aus, was man reingeben soll. Dann sind das 5. Was? Ach so, die Frostrüben. Ah, geschnittenes Gemüse. Verdammt, das habe ich alles verballert jetzt. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Naja, gut. Dann fehlt eben jetzt das eine noch hier. Die 2 Sachen meine ich. Und kann ich jetzt halt einsammeln? Ja, jetzt kann ich einsammeln. Das ist gut. Ach so, und da kann ich immer nur 10 sammeln. So, ich wollte noch mal gucken, wo dieser Portstein ist. Da ist er. Das war Saphir-Siegel. Ich glaube, das kann ich auch noch nicht herstellen. Das Saphir-Siegel. Oh, da ist ein Rezept gewesen da oben. So. Also schmeißen wir mal nochmal alles raus, weil das ist ja halt außer dich. Dich bitte hier lassen. Ansonsten, ach genau, dieser Feuerkäfer, den habe ich neu entdeckt. Und das ist Schneeflocken, zarte weiße Schneeflocken, die nicht schmelzen, wenn du sie berührst. Okay. Das ist aber ein Schneegrabbel, genau. Okay, wunderbar. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Geschnittenes Gemüse 30 Mal. Also, was haben wir denn hier alles? Gewürfelte Wurzeln. Nee, ich muss gucken, dass ich geschnittenes Gemüse mache. Hier, oder? Geschnittenes Gemüse, jawohl. Da können wir 10 Stück machen, weil dann haben wir die 30. Und die Frostrüben. Die Frostrüben, Frostrüben. Wo bekomme ich jetzt die her? Die habe ich, glaube ich, oben gesammelt. Die hatte ich nämlich. Ich weiß, dass ich die hatte. Ich weiß, dass ich die hatte. Almanach. Rohstoffe, verfeinerte Gärtner und Feldfrüchte. Frostrübensamen. Pflanze sie in einem Feenbereich. Ah, okay. Die brauche ich für das Feenbeet. Okay. Jetzt wollte ich hier nochmal gucken. Das Saphir. Topaz. Saphir-Siegel, okay. Das kann ich noch nicht machen. Oder könnte ich schon machen. Da brauche ich allerdings Saphire. Oh. Okay. Ich muss die Sachen nochmal raustun. Die muss ich dann später nochmal zusammensammeln. Wir müssen jetzt halt auf jeden Fall mal in die Mine. Und zwar in die treibende Ruine. Dass wir da noch ein paar von den Saphiren uns sammeln. Was brauche ich jetzt? Doch nochmal einen Atemtrank oder was? Nee, oder? Ich dachte, das wäre jetzt alles vorbei. Ich brauche tatsächlich den... Ich dachte, die braucht man immer. Okay. Also. Saphire. Rauer Saphir, sehr gering. Gering. Mittel. Okay, dann fangen wir bei Ebene 16 an. Hauen wir uns einmal durch, ne? Oh,
brauche eh noch ein paar von den Sporen. So. Dann können wir die nämlich gleich noch mit einsammeln. Ich weiß nicht, ob ich von dem Schleim noch was brauche. Ich glaube es nicht, aber... Irgendwie bin ich jetzt da. Doch, das passt schon. Also, wer will? Ach, dieses Buch, ich hasse es. Okay, das da. Da kann ich auch gleich noch mitnehmen. Halt, da hätte ich jetzt mit... Schmackes mal draufhauen können. Rauer Saphir. Da brauche ich allerdings mehr. Ich glaube, ich habe da oben irgendwie einen rauen Saphir übersehen. Da, wo wir gerade vorhin waren. Dann nehme ich den noch mit. Das da. Jetzt. So. Oh Mann. Dieses Ausbalancieren, wo ich jetzt da hinspringe, das ist für mich schwer. Ich weiß nicht warum. Normalerweise habe ich da nicht so Probleme. Aber hier, ja, auf jeden Fall. So. Noch jemand? Ich mag ich auch nicht. So, Sporenkraut wieder mitnehmen. Da brauche ich nämlich einiges. Und ich glaube, das ist die einzige Stelle, wo ich das wirklich farmen kann. Hauptsächlich bin ich natürlich wegen den Saphiren hier, aber wir müssen leider alles farmen. So, hier noch? Nee. Okay, dann weiter. Na, ich dachte, ich hätte hier einen Saphir übersehen. Ist okay. Dann ab in die nächste. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich bin auch schon froh, dass ich den Trank jetzt einstecken hatte. Und dann nochmal zurückgehen, das ist dann nervig. So, hier irgendwas? Nein. So, wohin gehen wir? Gehen wir darüber? Da hinten ist was. Yes, danke. Da haben wir nochmal. Es wäre nämlich gut, wenn ich das Siegel dann gleich habe. Hallo? Danke. Das haben sie etwas komisch gemacht mit den Kameraeinstellungen. Werde ich auch mal alleine auf Tour gehen hier. Mal ein bisschen sammeln von dem Zeug. Schön, mit einem Schlag ist immer schön. So, wo können wir hin? Können wir da hin? Da können wir noch hin. Vielleicht hier mal. Achso. Upsi. Ah, da haben wir noch. Ja.
irgendwas? Ja. Sporngraut auf jeden Fall. Das Eisen? Silber war nicht. Okay. Oh, da habe ich ein Sporngraut liegen lassen. Gucken wir mal, ob wir noch weiterkommen. Wir haben jetzt seit 9 Uhr. Zumindest noch in die nächste. Und jetzt schauen wir mal nur noch nach Saphiren. Saphir, da haben wir einen. Ja, und wenn ich jetzt leer bin, oh, okay, da esse ich auf jeden Fall was, weil die möchte ich mir alle holen. Ich hasse das, wenn ich so festhänge. Rohstoffabbau Level 17 auch schon. Cool. Umso effektiver ist es natürlich mit dem Abbau. Ich merke schon, ich bin recht ruhig heute, ne? Aber ich bin irgendwie so im Sammelfieber gerade. Na gut, das sollte jetzt eigentlich reichen. Wir sind... Wie spät? Sag mir, wie spät? 10.04 Uhr und 3. Na gut, das lohnt sich nicht. Bau halt ab. Ah. Dummes Huhn. Du auch, ja? Ah, da haben wir noch. Komm, die sammelst du noch. Eine Stunde haben wir quasi noch. Vielleicht noch hier ein bisschen von dem Mooszeug. Essen tue ich jetzt nichts mehr. Wenn ich jetzt leer bin, bin ich leer. Lohnt sich ja nicht. Ansonsten. Okay. Dann passt schon. Oh Gott. Naja, gut. Komm, probier's. Und vielleicht schaffst du das noch. Ich habe zwar dann jetzt ein Essen vergeudet, aber wenn ich so viele Steine sehe, da kann ich dann nicht widerstehen. Nee, ist okay. Ah, das eine hätte ich noch gern. Ach so, das Silbererz habe ich noch bekommen. Das ist gut. Und das ist genau richtig abgelaufen jetzt hier mit dem Trank. Gut. Gut. So, dann werde ich mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal drum kümmern, dass wir das Zeug haben. Jawohl, immer her damit. Und dann kann ich jetzt die Quest nämlich auch noch abgeben. Immer her damit. Gut, ich gebe die Quest noch ab, obwohl, komm, die Minute nehmen wir uns noch. Dann haben wir die Quest nämlich auch dann gleich abgeschlossen hier. So, Hallöchen. Aufgabe. Nebenaufgabe. Genau, Gegenstände geben. 10-mal. Bitteschön, Hallöchen. Nebenaufgabe abschließen. Das ist umständlich gemacht, finde ich. Wow, das hast du wirklich gut gemacht. Das diesjährige Samen- und Bodenfest wird das Beste aller Zeiten sein. Ha, hier ein Preis für die beste festliche Stimmung. Dankeschön. Vielen Dank für deine Hilfe. Vergiss nicht, den Rest des Fests zu genießen. Ja, auf jeden Fall. Okay, das war's dann.
Samen- und Bodenfest Aufgabe 2 von 2 abgeschlossen. Wunderbar. Ja, das hat, war jetzt auch wirklich notwendig, dass wir in die Mine noch gehen, dass ich das Zeug einsammle. Ich hoffe, das war in Ordnung, dass wir ein bisschen gefarmt haben. Ansonsten mache ich das jetzt halt immer so nebenbei, so ein kleines bisschen. Okay, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt mir was in die Kommentare, würde mich freuen. Und Abo nicht vergessen, dass ihr keine weiteren Upload mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.